Straßen verlassen, alles dunkel, die Stadt ist so leer. Sie zieht durch die Gassen, fühlt sie einsam, so hilflos, mit jedem Schritt immer mehr. Ihr Freund ist plötzlich abgehauen, er hat sie einfach verpisst. An dem Tag, als sie ihm gesagt hat, dass sie schwanger ist. Sie geht zur U-Bahn, sie weiß heute Nacht kurz nach 2:30. Kommt nur erst spät sogar, Potsdamer Platz auf Gleis 2. Eltern sind verunglückt, letztes Jahr auf der A10. Ein 40-Tonner-LKW hat sie beim Überholen übersehen. Von der Schule ist sie geflogen, weil seiner Freundin helfen wollte. Plötzlich hat's geheißen, sie nimmt Drogen. Die beste Freundin hat's bezeugt. Sie will einfach nur weg, sie hält es alles nicht mehr aus. Keiner kann sie verstehen, kein Amt hilft ihr mehr aus. Sie läuft zur U-Bahn, sie will zu Gleis 2. Geld fürs Ticket braucht's keine. Diese Nachtfahrt ist frei. Sie wartet auf die U-Bahn, am Bahnsteig nur ein alter Mann. So spät noch allein unterwegs, spricht er sie an. Keine Zeit bleibt mehr zu reden über Freundschaft, Liebe, Glück. Sie lächelt ihn kurz an und macht 3 Schritte zurück. Dass sie keine Angst hat, so hübsch wie sie sind. Sie sieht im Tunnel den Lichtschein, nimmt Anlauf. Tod in der U-Bahn, ganze 2 Zeilen hat die Zeitung geschrieben. Vermutlich waren Drogen oder Alkohol im Spiel. Der alte Mann wartet auf die U-Bahn, er liest die Zeitung und denkt, warum? Sie war doch so glücklich, sie war so hübsch und nur so jung.